Hat niemand gesagt, nein, komm, wir machen normal, weißt du, wenn ich schon dann Stress haben will. Films on, Vibrations on. Ich weiß nicht, ob ich die Film. Ich krieg garantiert doch irgendwie, weißt du, selbst wenn das so PlayStation 1 komprimiertes Footage ist. Light Zero. Wir brauchen kein Brightness Level, wir brauchen ein Light Level, Leute. Das ist das Wichtige. Return, Credits, Choose. Okay, ich gehe mal kurz. Ich bleib mal kurz hier. Ich hoffe nicht, dass das ganze Ding wieder spielt, weil ich muss einmal kurz Wasser lassen nach diesem hervorragenden Video. Ich bin jetzt einfach mit ganz viel Hate-Piss gefüllt, den ich rauslassen muss. Und ich gebe euch auch die Möglichkeit, einmal nochmal ein bisschen aufs Klo zu gehen, noch ein bisschen was bei Holy zu bestellen. Wie gesagt, die neuen Sorten sind raus. Die sind beide hervorragend. Ich würde, glaube ich, die Kaktus. Nee, ich weiß es gar nicht. Kaktusfeige Limette. Ich kann, glaube ich, gar nicht. Ich könnte gar nicht sagen, was ich davon besser finde. Das ist so, jedes Mal, wenn ich die andere Sorte trinke, dann denke ich so, nee, die ist besser. Aber die sind auf jeden Fall super. Macht das. Schaut nochmal kurz nach, ob euer Twitch Prime-Abo für diesen Monat wieder verfügbar ist. Keine Ahnung. Klaut ein bisschen Geld, gibt's an mich. Und seid bitte, Leute, ne? Aufpassen, aufpassen, nicht zu woke zu sein, sondern ansonsten ist euer Bankkonto dann ganz, ganz, ganz schnell leer. Ganz, ganz schnell leer. Da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Ich gehe kurz mal pissen. Und der Rest darf sich entweder die Werbung ansehen oder diese kurze Demo mit Bruce Willis in seinem perfekten orangenen Tanktop. Das beste Bruce Willis-Design, was es jemals gab. Das ist Peak Willis, ist das. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. So, Dele.
Oh, press any button. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Nach dem ersten Element und dem zweiten, dem dritten und dem vierten sind wir endlich beim fünften angekommen. Es ist so wie die Chaos Emeralds eigentlich. New Game, ich bin gespannt. Oh, ich hoffe, es gibt jetzt direkt irgendwie so eine Taxi-Sequenz oder so, die sich ganz grässlich steuert und dann muss ich durch irgendwelche Ringe fliegen oder so. Das klingt sehr verständlich. Das klingt wirklich sehr verständlich, wenn das... Ja? Können wir es noch ein bisschen... Warte. Ich hab Angst, dass der Rest davon irgendwie gleich wieder... Gleich gehen wir ins Spiel rein und dann erstmal... Ab. Nee, das ist ja der fünfte Teil. Ich habe ja die ersten vier Teile habe ich ja schon gespielt, zu den ersten vier Elementen. In der beschissenen Auflösung. Selbst mit der Kompression, das ist scheißegal. Das wird sowas von... Alter, wie viel von dem Film ist da drauf? Oh, wirklich Taxi-Sequenz. Oh, ich hoffe durch Ringe fliegen. Ich hoffe jetzt Superman 64-Style. Ich werde jetzt einfach hier 2 Stunden festkleben und wir werden nichts anderes mehr sehen davon. Natürlich ist der Rest lauter. Natürlich ist der Rest lauter. Multipass, Corbin. Oh, die Macht der PlayStation 2. Alter, mir gefällt das gar nicht, wie Chris Tucker mich am Angrinsen ist. So mit geschlossenem Mund. Unbelievable. Oh. Okay. With her DNA key. Mission 1. Multipass Corbin. Let's go, Leute. Let's go. Ja, das ist so wie Chris Tucker schreit, das bin ich gerade. Vor allem ist es absurd, dass Chris Tucker war halt in so 3, 4 sehr populären Filmen zu der Zeit und ansonsten, glaube ich, kein anderer. Sein IMDb ist, glaube ich, nicht mal 10 Einträge oder so lang. So, du gehst davon aus, dass jemand, der in halt so relativ populären Sachen wie irgendwie das fünfte Element und Rush Hour 1 bis 3 drin war, der muss dann auch irgendwie 1000 andere Sachen oder so gemacht haben. Und dann gehst du mit einem DB, das sind so 6. Den haben wir wieder die Doom-Midi ausgegraben hierfür. Ich muss aber sagen, also das Tanktop ist... Das ist schon ziemlich tanktoppig. Warte mal, habe ich analog auch? Oh ja, Baby, ich habe auch analog. Ich liebe, dass er, wenn ich zurückgehen will, direkt einen Sprung macht. So, ich springe nicht. Das ist einfach Bruce... Der will es so. Es ist so ein bisschen Tank-Controlly. Aber ohne die Präzision. Aber das habe ich bei dem Spiel auch nicht erwartet. Okay, was habe ich? Ich habe... Okay, das halt... Dreieck springen. Gibt es irgendwie eine Taste zum Festhalten oder so? What the fuck? Was? Das Gesicht sieht aber wirklich nicht aus wie Bruce Willis. Der sieht eher aus wie einer von... Weißt du, der hat auch viel zu viel Haar tatsächlich noch zu der Zeit. Der sieht eher aus wie so ein komischer... Als ob der irgendwie TikTok-Star wäre oder so. So sieht der aus. So, seitlich. Okay, das heißt, ich kann mit R1 und L1 kann ich so zur Seite hüpfen. Hiermit kann ich normal hüpfen. Auf X schieße ich. Auf Kreis mache ich, glaube ich, gar nichts. Und R2 und L2 machen irgendwie auch nichts. Aber wenigstens kann ich treten. Wenigstens kann ich treten. Hervorragend. Alter, die Weitsicht ist ja mal mega. Nice. Hervorragend. Cool.
Ja, kann ich. Jetzt bin ich. Warum bin ich jetzt geduckt? Kannst du. Ah, jetzt kannst du auf einmal schießen. Okay, super. Läuft gut, Leute. Läuft gut. Hervorragend. Ich wollte nur mal kurz testen. Alter, diese Weitsicht. Guck dir das mal an. Mehr existiert gar nicht. Warte. Kann ich mich irgendwie dranlehnen oder so? Haha! Oh, mit meinen geilen Ausweichmoves. Wo bin ich? Links oder rechts? Links oder rechts? Hahaha. Pissnase. Oh, den habe ich aber gewone-hitted. Oh, und Lebensenergie. Healing 30%. Das ist das, was ich gebraucht habe. Oh, wait. Wie du kannst da durchschießen. Okay. Ich lass das Medipack mal kurz da. Okay, ich habe das Feld auseinandergenommen, indem ich einfach drauf schieße. Ich glaube, ich kann nicht nachladen, also schieße ich einfach leer. Oder warte, kann ich irgendwie nachladen? Nee. Oh, jetzt kann ich auf einmal in Hocke gehen. Hervorragend. Oh, geil. Seit wann kann ich denn so eine Rolle machen? Oh, okay. Das ist, weißt du, so machst du einen Kick. So mache ich einen Kick und wenn ich laufe und kicke, dann mache ich direkt so eine Sprungrolle. Und schieße exakt einmal dabei. Komm schon. Oh, ich roll dich einfach weg. Was ist denn das für ein Gegnerdesign? Warum kann ich den nicht treten? Ich will wenigstens einen Gegner mal kaputt treten. Okay, weißt du, dann schieße ich dich halt kaputt, weißt du? Wenn du es halt nicht anders willst. Oh, Vorsicht! Yeah! Weißt du, mehr Lebensenergie brauche ich auch nicht. Mehr Lebensenergie. Das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. 30%, das ist viel mehr, als ich vorher hatte. Oh, ich kann nicht drüber hechten. Ich muss so springen. Das ist absurd. Oh. Kann ich hier irgendwie drauf? Alter, du kannst nur ein bisschen nach vorne gehen. Sobald du nach links oder rechts oder nach hinten gehen möchtest, dann springt da einfach. Hechtrolle! Oh, warte. Warte. Oh, ich kann mich sogar, wenn ich geduckt bin. Okay, ich dachte, er macht auch so eine Rolle rückwärts. Okay, ich glaube, das ist nicht. Ah! Oh mein Gott, weißt du, du willst sicher nach hinten gehen. Und er macht einfach sofort diesen todesmutigen Sprung. Perfekt. Boah, meint ihr, da könnte ich rüberrollen? Ich glaube, da kann ich auf jeden Fall drüber springen. Aber rüberrollen wäre halt geiler. Also rüber, weißt du, springen, das kann jeder. Aber rüberrollen, weißt du, so ein Hechtsprung, das ist halt mit Style. Yeah! Oh, fuck. Okay, einfach was dazugelernt. Einfach, weißt du, man muss auch mal Dinge ausprobieren im Leben. Man muss auch einfach mal ein bisschen mutig sein und Dinge ausprobieren. Oh, sind die... Die sind einfach alle tot geblieben. Okay. Die trauen sich einfach nicht mehr. Die sind so, oh nee, ich bin einmal von John McClane umgeballert worden, das reicht mir. Okay. Ich hasse das nur, dass ich nicht in den Hechtsprung übergehen kann, weißt du? Was war das denn? Wie ist der denn weggelaufen? Okay, und jetzt? Oh. Okay. Jetzt gehen wir in die Plattforming-Ansicht. Oh no. Oh no. Oh. Leute, ich will's ja nicht sagen, weißt du, aber die PlayStation 1 kann schon ein bisschen mehr als euer GarageBand-Preset, was ihr einfach hier abspielen lasst. Also das ist ein Song, den kann auch ich. Also den kriege auch ich in einer halben Stunde erstellt. Das ist kein Problem. Oh, ich schieße euch einfach alle um. Ich kann mich gar nicht mehr... Kommt das dem Gegnerdesign im Film irgendwie nahe? Alter, selbst hier unten gibt's keine Weitsicht. Selbst hier unten muss einfach alles dunkel sein.
Kannst du bitte aufhören, in mein Gesicht zu schießen? Vielen Dank. Hallo, ich springe. Du kannst mich gar nicht treffen. Oh Gott, 6 Leben noch. Ich hoffe, wir werden nie herausfinden, was passiert, wenn ich nur noch ein Leben habe. Okay, warte, ich muss mal... Wir müssen hier ein bisschen taktischer vorgehen. Ich habe immer noch keine... Den einen habe ich zum Beispiel getötet mit einem Schuss irgendwie. Deshalb, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das irgendwie richtig... Wie das irgendwie richtig funktioniert mit den... Okay, cool. Dich habe ich nicht mal gesehen. Hervorragend. Okay. Vielleicht indem ich so in die Hocke gehe, weißt du? Dann kann ich so... Wee! Kann ich rollen. Aber ich kann leider nicht hockjoggen. Der kann so ein... Der geht einen Schritt, kann er so hockjoggen. Und dann geht er wieder hoch. Weißt du, wenn ich... Sobald ich nämlich ein bisschen länger gehe... Dann geht er irgendwie nach oben. Und dann duckt er sich aber wieder. Hallo? Ist das... Zählt das als Circle Strafing? Okay. Oh, da oben ist Lebensenergie. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das ist... Ich nehme an, das wird irgendein Teleporter sein. Oh ja, Baby. Alter, die Explosion in diesem Spiel. 10 von 10. Oh yeah. Puzzle gelöst. Tunk, 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 tunk. Oh, das ist die härteste Drumline, die ich jemals gehört habe, ja. Oh, Hudson Hawk gibt's doch. Hudson Hawk gibt's doch ein Spiel für Super Nintendo, für NES, oder? Da gibt's doch auch irgendeine, eine der späteren AVGN-Folgen dazu. Alter, Hudson Hawk ist auch so ein Ding, wo sie sich gedacht haben, das wird ganz groß. Das wird ganz, ganz groß. Hudson Hawk, das wird ein Riesending. Das wird das neue Indiana Jones. Und leider hat wohl niemand das Skript gelesen oder den Film vor der Premiere nochmal geguckt. Oh. Aber unfassbar, also wirklich so als so eine mittelschwere Katastrophe, sehr unterhaltsamer Film. Auch überraschend gewalttätig an vielen Stellen, dafür, dass sie das irgendwie so... Dafür, dass der Film an sich sehr lighthearted irgendwie ist im Ton, ich weiß es nicht. So, keine Ahnung, was sie irgendwie bei Hudson Hawk versucht haben. Bei diesem John, dieses Mars-Ding oder so, das war Disney, ne? Das war ja Disney, ja, das wollten sie irgendwie auch ganz groß machen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine IP war oder so, deswegen. Yeah, baby. Was ist mit dem Roboter hier? Bist du ein guter Roboter? Ist das überhaupt, ist das einfach nur ein Panzer oder was ist das? Ich erkenne auch diese ganzen Gebiete sofort aus dem Film wieder. Das heißt, wir sind alles noch in seiner Wohnung. Ich gehe einfach gerade nur den Apartment-Komplex hoch. Das sind die Stellen, die sie... Das ist einfach Deleted Scenes, die wir gerade nachspielen. Okay, wie kriege ich die Tür auf? Vielleicht indem ich davor hocke? Davor springe? Weißt du, vielleicht muss ich so rückwärts... Da rein wahoon. Okay, wo zum Teufel... Da ist blockiert. Und da ist blockiert. Eine Karte existiert nicht. Das Ding zerstört. Hier nochmal rein? Hallo, Teleporter? Nee? Vielleicht ist hier jetzt was aufgegangen, weil ich das zerstört habe. Oh, warte, warte. Ist das ein Knopf? Kann ich dagegen schießen? Kann ich hier dagegen schießen? Da ist doch ein Gegner drin. Mit dir muss ich doch irgendwie interagieren können. Mein Kreis macht auch nichts. Vielleicht, wenn ich da hingehe und Kreis drücke? Es scheint zumindest irgendeine Form von Objekt zu sein. Nee, auch wenn ich... Oh, wenn ich Kreis drücke, dann gehe ich langsam. Dann bin ich so... Oh, meine Pistole. Oh, sie ist so schwer. Oh, meine schwere Pistole. Was soll der Move? Gibt's irgendwie Schleichen in dem Spiel? Als ob ich so einen riesigen Hammer hinter mir hertragen würde. Okay. Ja, wir sind
wir sind nicht mal eine halbe Stunde im Spiel und ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich... Das ist das Zeichen eines guten Trash-Tuesday-Spiels. Die Laufanimation ist fantastisch. Die Laufanimation ist super. Aber noch besser ist das hier. Vielleicht muss ich über den Roboter einfach so drüber. So. Yeah, Baby! Mit dem muss ich doch irgendwie interagieren, oder? Der sieht so aus... Nee, ich schieße aber durch den einfach durch. Vielleicht von vorne oder so? Was bist du eigentlich? Sieht aus wie so Rob the Robot, aber irgendwie einzementiert. Von der Mafia wahrscheinlich. Vielleicht einfach da durchlaufen. Können wir bitte, ich möchte, dass wenn die Leute dagegen laufen, alle Soundeffekte gleichzeitig abgespielt werden. Okay, ich versuche nochmal irgendwelche Tasten zu drücken davor. Yeah, yeah, Was ist das ein Block? Warum ist das, warte mal, wenn ich L2 drücke, dann gehe ich in eine Hocke. Wenn ich R2 drücke, dann passiert gar nichts. Aber wenn ich R2 drücke und dann L2, dann mache ich einen Block-Move? Warum macht das denn R2 nicht von selber? Vielleicht macht R2 noch ein paar andere Sachen. Ne, wenn ich trete, wenn ich schieße, ist relativ gleich damit. Oh. Ja, davor hocken und warten, bis der Wind dich wegträgt. Genau, ja. Einfach. Oh, genau, ich muss den rechten Stick. Ich muss den. Oh mein Gott, ich kann auch blocken, indem ich den linken Stick reindrücke. Wait, was ist. Oh mein Gott, was passiert, wenn ich Start drücke? Mission Briefing, Start Level Again. Warte mal, see Game Controls. Run, Jump Back, Turn Left, Right, Kick, Punch, Shoot, Kick, Action. Move slowly, turn around, jump left, right. Aber ich mache ja Action vor. Ich habe ja Action vor dem Ding gedrückt. Long hang from ceiling, select plus toggle camera. Select rotate camera, change weapon, change ammunition, real. Oh mein Gott, warum muss ich so viel mit Select machen? R2, use an object. Oh Gott, Alter, da krieg ich ja Kopfschmerzen. Okay, das heißt. Darauf ist Waffen nachladen. Und jetzt habe ich Freeform-Kamera? Warum ist die Kamera irgendwie immer noch gleich? Wo ist die denn großartig anders? Egal, okay, warte mal, versuchen wir nochmal, okay. Interact with object. Vielleicht muss ich hier irgendwie damit interagieren. Mit dem Ding hier? Nee. Action-Button geht auch nicht. Hier Action-Button vor der Tür. Ich drücke den Action-Button und nirgendwo taucht Tim Rogers auf. Was ist denn da los? 0 von 10. Vielleicht hier mit interagieren, wenn ich auf dem Portal draufstehe? Alter, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach die Tür aufschießen. Ich muss einfach nur oft genug dagegen schießen. Vielleicht ist es einfach so eine Illusionary Wall oder so. Einfach durchrollen durch die Tür. Türen sind da, um durchgerollt zu werden. Ich nehme konstruktives Feedback gerne an. Bei dem Roboter, ich habe versucht, was zu machen. Ich gucke einfach nochmal. Vielleicht irgendwie... R2 Action-Button? Nee, nicht von der Seite, vielleicht von vorne. Action-Button, interagieren? Nee. Vielleicht will er es von hinten, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein naughty little robot. Komm mal her. Oh mein Gott! Du musst hinter dem stehen und den Action-Button drücken. Of course! Natürlich!
Wie habe ich das nicht sofort erkannt? Okay, ich springe jetzt einfach noch so ein bisschen nach links und rechts hier. Können die eigentlich irgendwas, die Gegner? Nee, ich glaube, die stehen einfach nur so da. Oh, of course, natürlich. Wie habe ich das nicht sofort erkannt? Okay, was ist das? Okay, ich habe Schild bekommen. Ich drücke einfach noch hier. Was? Nucleo Lab Controller. Nucleo Lab Controller, das ist es. Vielen Dank, dass ich das jetzt auch lesen darf. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, okay. Und yeah, baby! Let's go! Einfach durchrollen. Warte, nachladen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ah! 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 Oh. Konnte ich nicht... Ah ne, ich hätte mich von der Ledge fallen lassen müssen. Das war's, glaube ich. Ich hätte ganz lange Dreieck gedrückt halten müssen. Jetzt komme ich wieder nach unten. Weil ich werde jetzt auch garantiert sehr, sehr viel überleben. Okay, wir machen... Weißt du, wir machen das einfach jetzt so taktisch. Warte mal, wie geht denn das auf? Hat er einfach eine Granate in mein Gesicht geworfen. Finde ich schon assi. Bin ich mal ganz frei. Also Granaten in die Gesichter anderer Leute zu werfen, das ist schon ziemlich assi. Das ist nicht die feine englische Art, mein Lieber. Was hat denn der fallen gelassen? Irgend so eine Ben 10-Uhr? DNA-Key. Da ist meine ganze DNA drauf. Warte, erst nachladen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Leute, erst nachladen. Vorher passiert hier gar nichts. Vorher wird gar nichts gemacht, bevor ich nicht nachgeladen habe. Was ist hier noch drin? Irgendwie ein... Kann ich auch irgendwie Pausenbrot von irgendwelchen Leuten klauen? No, Gordon, my soup! Natürlich, da wäre Lebensenergie gewesen. Hervorragend, hätte ich das mal gewusst. Da kann ich irgendwas kaputt machen. Hervorragend. In Dinge kaputt machen bin ich super, Leute. Dinge kaputt machen? Spezialist. Ich weiß immer noch nicht genau, warte mal, kann ich denn so blocken? Hervorragend, super. Vor allem, wo ist mein Schild eigentlich? Hatte ich nicht irgendwie ein Schild oder so? 30%? Wird der irgendwie angezeigt? Muss ich den auch auf einer Taste irgendwie aktivieren? Muss ich erst mein Schildformular ausfüllen? Bevor der aktiviert werden kann? Ist es das irgendwie? Der Coach, der auf der Rückseite der Spielverpackung, Snake. Ja, stirb halt nicht so schnell. Ich wollte doch gerade sagen, ist doch Bruce Willis. Also wenn, langsam sterben hier bitte. Hat mir dir nichts beigebracht. Was zum Teufel sind das für komische Kreaturen? Jesus! Gab's die irgendwie im Film? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich einfach... Wo ist Space Hitler? Wo ist Gary Oldman? Wo ist Space Hitler, wenn man ihn braucht als Gegner? Oh. Kann ich diese Reagenz... Oh, ich kann diese Reagenzgläser kaputt schießen. Nice. Ich muss die auch garantiert alle kaputt machen, um den Strom zu deaktivieren, oder? Hundertprozentig. Okay, maybe not 100... Ah, oh, da. Metroid! Oh, der macht das... Der macht jetzt den Strom aus. Explodiert er jetzt einfach. Oh, Leute, lasst uns mal kurz ein bisschen pausieren. Was auch immer das gerade war, es hat sich für uns geopfert. Oh, Lilo Multispaß. Also ich meine, also ganz ehrlich, ne, wenn du irgendwie so dachtest, hey, ein Videospiel zum fünften Element,
das könnte irgendwie gut werden. Und hast es dir deswegen gekauft. Das ist so, glaube ich, selektive Auswahl. Also da bist du irgendwie auch selber schuld, glaube ich. Das ist so. Weißt du, es gibt einfach so, auch damals, so Filmversoftungen. Da solltest du, glaube ich, alt genug sein, um zu wissen, nee, das wird nichts. So, fünftes Element auf der PlayStation 1. Bist du dir sicher? Oh mein Gott, ich habe nur noch 3 Leben. Ich mag das gar nicht. Kann ich nicht einfach lieber mit irgendwie Checkpoints so arbeiten? Oder Memory Card oder so? Pass auf, nachher muss ich die komplette Stage wieder von 100%ig, muss ich die komplette Stage wieder von vorne machen. 100%ig. Wenn sie jetzt nicht irgendwie direkt vorbei ist. Boah, in was für einen Nightclub kommen wir denn jetzt rein hier? Ich wünschte, Gegner würden einfach direkt sterben. Yay! Woo! 0% Secrets! Woo! Das ist das, was ich wollte. Das ist ein 0% Secret Speedrun. Any percent. Now saving. Start level again. Kommt jetzt die Taxifahrt? Ich will eine Taxifahrt haben. Ich will einfach eine schreckliche Taxifahrt haben als Sequenz. Mit der Macht der PlayStation 1. Oh, die fucking Zensur. Oh, ich liebe es. Ich weiß, es ist kein davon, wenn du einfach deine Wand aus Alufolie baust. Oh, ich liebe diese, auch aus den, weißt du, diese ganzen Sci-Fi-Kostüme aus den 90ern, die waren einfach Peak. Die waren einfach Peak. So 80er und 90er, wenn die so Sci-Fi-Sachen dargestellt haben. Das sah einfach alles so absurd aus. Ich liebe das. Oh, danke, Chris Tucker. Lilo must break into the police station, then find and free Corbin. Exakt wie im Film. Wie wir einfach von dem Schrei von Chris Tucker gelauncht werden. Oh. Ja, die hat gar nicht geschauspielert, die haben einfach Mila Jovovich einfach so da reingeworfen in das Filmset, nackig. Oh, ja, dieses, also wenn Luc Besson das wirklich mit 13 geschrieben hat, ich glaube, er hat auch das Charakterdesign gemacht mit 3. Das ist der beste Run-Cycle. Oh, der ist so... Whoop, 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 whoop. Oh, yeah, baby. Ha! Ha! Kann ich irgendwas? Oh, ich kann auch sliden. Ich kann fucking Slidekick machen. Kann ich auch irgendwas anderes machen? Oh, yeah, baby. Fuck you, Police Robot. Oh, wieder zurück. Kann ich den eigentlich besiegen, oder... Ja, komm, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter, das geht's. Und... Oh, Resident Evil 4, nice. Yeah, baby! Einfach mit dem fucking Salto da drüber, so muss das sein. Warte, da liegt, glaube ich, ein Item, oder? Da liegt, glaube ich, irgendein Item. Hey, lass das! Lass das! Oh, natürlich mussten sie dem Spielermodell auch größere Brüste geben. Das ging nicht anders. Warte mal, liegt da eigentlich ein Item? Was habe ich denn da gerade geholt? Contact Bomb. Okay, warte mal. Leute, lass mich doch mal gerade mein Item. Ich komme doch gar nicht zurecht irgendwie. Guck mal, ich bin schon so distressed, dass ich einfach durch die Decke klippe. Okay, warte mal, wie war das? Auf A? Nee. Also X? Nee. Ah, okay, so macht... Okay, jetzt weiß ich jetzt, wo ich das Item verschwendet habe, jetzt weiß ich zumindest, wie man es einsetzt. Keep clear. Oh, Leute, Secret gefunden. Glaube ich. Maybe. Was ist das hier?
Wofür? Was ist der normale Zweck von diesen Robotern eigentlich? So, sind die einfach dafür da, irgendwo reinzufahren und zu explodieren? Weil ich meine, der muss ja auch irgendeinen normalen Zweck gehabt haben. So, der andere stand ja auch einfach nur da. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich gegen die Leute kämpfen soll oder nicht. Psionic? Was kann ich denn jetzt? Einfach in den Laser rein backflippen kann ich scheinbar. Was haben wir hier? Danke sehr. Baby, yes. Yes, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich in Ruhe A-Cappen. So, pass auf. Nein! Mit meinen katzenartigen Reflexen. Okay, habe ich dadurch jetzt irgendwas bekommen? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht muss ich einfach hier so Doom-mäßig an allen Wänden entlang gehen und einfach die Action-Taste drücken, bis die ganzen Secrets aufgehen. Oh, warte, das ist aber neu. Hier kann ich lang gehen. Warte. Da ist ein großer Knopf. Den drücke ich, der ist jetzt an. Hervorragend. Ich liebe einfach diese Polizeistation, die so gesichert ist, dass einfach eine nackige Dame hier überall reinlaufen kann. Oh, ich habe dir deinen Bildschirm noch kaputt gemacht. Keine Pornos für dich mehr auf der Arbeit, mein Lieber. Lässt du das? Hallo? Warte. Sorry. Ich dachte, ich könnte nur den drüber springen, aber kann ich. Oh! Warte, schnell durch. Und wuhu! Ich mag das nicht, dass ich über die Gegner nicht drüber springen kann. So, jetzt, wo war Ende Gelände? Ich glaube hier hinten, oder? Das ist jetzt aufgegangen. Nee, das ist nicht auf. Was ist denn dann aufgegangen? Wait, what? Hallo? Lässt du das? Wollt ihr einfach mal so einen Schlag stiebitzen bei mir? Okay. Oh, noch einer. Okay, wait. Das heißt, ich muss hier wieder zurück? Au, das tut weh? Alter, die Kollisionsabfrage in diesem Spiel ist die Hölle. Dass ich einfach nicht an dem vorbei... Dass ich einfach so an der Seite nicht irgendwie vorbeikomme. Das ist so ätzend. Dass die irgendwie die ganze Zeit daran hängen bleibt. Oh... Mit meinen katzenartigen Granaten, ja. Oh, keine Chance, Polizei. Ah, verdammt. Warte, einmal kurz wegtreten. Hallo, Polizeigewalt. Gott, die Kamera. Ich will doch einfach nur da durch. Okay, Gott sei Dank. Okay, so, wo musste ich jetzt lang? Hörst du auf, mich zu schlagen? Okay, da ist zu. Da kam ich aber her. Vielleicht muss ich hier einfach rein. Und da ist jetzt irgendwas aufgegangen. Ne, ich habe nur die Granate gefunden. Lässt du das? Was ist das denn hier? Was kann ich denn da machen? Wow, ich habe wieder irgendeinen... Alter, kann ich auch einfach mal rausgehen? Danke sehr. Okay, jetzt habe ich irgendwas. Das ist jetzt aber einfach nur der normale Weg, den ich dann wieder zurückgehen kann. Lässt du das? Oh, Alter. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich mit... So, du kannst sie halt einfach nur auch kurz zurückschlagen. Wenn ich die Granate jetzt werfe, dann treffe ich mich halt selber. Lass mich doch einfach nur dran vorbeigehen. Holy shit, ey. Oh, meine Güte. Dass du halt auch immer so dran kleben bleibst an allem. Kann ich jetzt hier lang? Ist das der Weg, den ich irgendwie gehen muss? Ja, ich glaube. Oh, erstmal eine Nummer ziehen. Hervorragend. Au! Aber natürlich habe ich keinen von denen getroffen. Natürlich nicht.
Okay, jetzt ist irgendwo anders bei irgendeinem Spind was aufgegangen. Kann ich das überhaupt hier kaputt... Kann ich das... Oh, Alter, wie ich da rausgebackflippt bin. Boah, du kannst einfach... Du kannst gar nichts. Okay, jetzt kann ich wieder hochgehen. Ich gehe vielleicht nochmal ein bisschen weiter. Alter, lass das! Hör auf. Unfair. Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Und da sterben wir dann. Da wollte ich runter. Da wollte ich genau hin, ja. Oh nein, Multipass! Kein Multipass mehr! Oh, ich habe alle meine Multipass aufgebraucht. So, Spiel von neu starten. Wenn es jetzt wieder so ein Zauberer von Oz-Gewichse ist, ne? Wo ich jetzt wieder nur mit 3, weil ich in dem ersten Level 7 Leben verbraucht habe, im zweiten Level auch wieder nur mit 3 Leben starte, dann pisse ich mir aber ins Gesicht. Können wir mal aufhören, solche Spiele irgendwie zu haben? Wo du dich mit deinen... Ja, du darfst jetzt einfach nur von dort an weitermachen. Anstatt einfach den Level neu zu starten oder so. Nee. Einfach zum... Von vorne anfangen oder den Level wiederholen. Aber mit der Lebensanzahl, die du vorher hattest, ey. Oh. Ah. Nee, Robocop für PS2 noch nicht. Ich habe noch keinen Robo. Ich habe Terminator 3 für die PS2 gespielt. Okay. So, Baby, jetzt aber. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Jetzt weiß ich genau, wo es lang geht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Hey, das ist das, wo ich nachher unten bin. Cool, dass du nicht springen willst, obwohl ich die Taste drücke. Kann dieser Roboter einfach mal immer fernbleiben? Okay, weißt du, wir machen das jetzt einfach hier direkt kaputt. Und dann gucke ich das mal sofort danach. Okay, so. Oh. Nein! Oh, fuck! Und ja, ich hab dieselbe Lebensenergie, exakt. Ich hab dieselbe fucking Lebensenergie, dieselbe fucking Lebensanzahl. Exakt. Das heißt, wenn ich mit mehr Leben irgendwie hier sein will, dann muss ich das Spiel nochmal von vorne anfangen. Hervorragend. Hervorragend. Das heißt, du musst den Level mehrfach spielen, bis du halt tatsächlich weißt, wo es irgendwie hingeht. Kann ich mich drehen? Oh Gott, okay. So, jetzt gehen wir hier lang. Jetzt bin ich hier. Da ist wenigstens was Lebensenergie. Oh, das ist die eine Tür, die ich aufgemacht habe vorhin. Wirklich? Wirklich? Das hätte ich so wissen müssen? Gehst du weg. Gehst du weg. Du dummes Stück Scheiße. Kann ich eigentlich in irgendeiner... Ich kann so blocken. Aber die Sache ist, ich bin einfach, egal welchen Angriff ich mache, ich bin einfach plus on block. Die können einfach weiter angreifen. Ich kann blocken und wenn ich danach versuche, irgendwie wieder was dagegen zu machen, dann ist es einfach, ja, stirb. Oh, da jetzt wieder überhaupt wieder zurückzukommen, da durch das Fenster. Oh Gott sei Dank. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Oh, this game. Spiel. Okay, so, das Ding. Alles klar. Ja, das Ding. Okay. Hier, Kapotski. Alles klar. Das können wir öffnen. Oh Gott. Okay, das Ding hier. Keine Ahnung, wo das ist. Das weiß ich immer noch nicht. Den kann ich irgendwie kurz nehmen, die Granate. Dann habe ich wenigstens eine, die ich nachher wieder nicht gezielt in irgendeinen Gegner reinwerfen kann, weil sie mir sowieso den Weg blockieren und ich dann die Granate 5000 Kilometer weiter hinterwerfe. Oh, sorry, genau. Ja, da musste ich hier den Roboter aktivieren, der nur dafür da ist, irgendwie zu explodieren und in einer dominoartigen Kettenreaktion mit den Fässern die Tür aufzumachen. Da muss jetzt auch nachher wieder irgendein armer Polizist dahin und das wieder richten. Und das wieder korrigieren. Ach nee, warte. Hier war ja nur eine... Hier war ja Psionic. Ich weiß zwar nicht, was das macht, aber das ist... Ich glaube, das Spiel weiß das auch nicht.
Ich glaube, das Spiel hat auch gar keine Ahnung, was das macht. Ich glaube nicht, dass das Spiel irgendwie weiß, was irgendwas macht. Ich glaube, die Entwickler haben einfach versucht, irgendwie irgendwas zu machen. Okay, so, diesmal weiche ich dir so aus. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Goldmedaille für diesen Sprung. So, aufstehen. Oh, 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 Perfektion. Oh, crazy good. Okay, jetzt muss ich nur an der Wache wieder vorbeikommen. Kein Problem. Easy, easy. Oh, die Kurve zu weit genommen. Oh, scheiße. Yeah. Oh, fuck. Oh, no. Oh, fuck. Oh, no. Oh, shit. Oh, piss. Oh, fuck. Ah, oh, da hätte ich weiter müssen. Da hätte ich weiter müssen. Oder? Nee, wait, what? Hätte da nicht eigentlich dann noch irgendwas anderes? Nee, das ist dahinter. Ah. Und das habe ich vergessen aufzumachen vorhin. Dass ich da einfacher wieder zurückgehen kann. Ich werfe jetzt einfach mal die Granate. Da guck jetzt mal an, wie schnell die angreifen können, wenn ich am Blocken bin. Ich habe da überhaupt gar keine Zeit drauf zu reagieren, beziehungsweise nach irgendwas zu machen. Okay, aber jetzt. So, jetzt laufen wir hier lang. Und dann wird da unten... Aua! Hallo? Dann wird der jetzt gedrückt. Da ist auch schon der Schrank abgefallen. Und jetzt muss ich es nur wieder zurückschaffen. Jetzt muss ich es nur wieder problemlos zurückschaffen. Weißt du, immerhin ist es ja schon auf. Ja. Aua. Nein! Oh, den scheiß Sprung verkackt. Oh Gott. Oh, sorry. Das fünfte Element ist leider hinüber. Oh. Ja, das Problem ist, dass die Granate halt nur was auf Distanz bringt. Das heißt, du musst im Vorfeld schon wissen, wo die Gegner halt auftauchen und stehen. Und selbst dann kann ich halt nur eine gewisse Anzahl von Feinden mit diesen Granaten irgendwie töten. Oh, gut, dass ich eben mit Bruce Willis 7-mal gestorben bin. Er muss halt das sechste Element richten. Eigentlich ist das ein Roguelike. Nur, dass sich nichts verändert. Ah. Ja, ich trainiere einfach nur für den Speedrun, ja. Revelations war bei Trash Tuesday mal. Ja, das habe ich bei Trash Tuesday mal gespielt. Das gehört ja da auch hin. Dann bin ich minus on block. Oh ja, stimmt. I'm sorry. Ich habe sowas von keine Ahnung. Oh. So, jetzt aber. Speedrun. So, direkt vorbei. Oh, ausgetrickst, hervorragend. Ein Sprung, zwei Sprung für gutes Glück. So, drüber, ducken. Durchkriechen. Ja, Po-Ritze richten, drüber. Das schon einmal kaputt machen, damit ich das nachher nicht machen muss. Hier dran vorbei. Expertensprung. Rechts, links. Ne, ganz genau, noch einmal springen für gutes Glück. Hier rein, Tür auf. Hervorragend. Ja, hervorragend. Ja, oh, perfekt. Ganz genau. So, wir machen das Ding auf. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das bringt, aber ich will es nicht riskieren, dass mir das nachher fehlt. Deswegen machen wir das einfach mal. Hervorragend. In das Ding reingelaufen. Das ist ein Powerboost für später. Zwischendurch nichts sehen zu können, das macht eben auch die Geschwindigkeit besser. Das wissen halt viele nicht. Und deswegen, ich kontrolliere die Kamera ganz genau. Wenn das so aussehen würde, als ob ich einen Fehler mache. Absicht. Acting. Was machst du jetzt, ne? Dein Roboterkollege. Selbstmord. Au!
Das ist genau. Ich hatte zu viel Lebensenergie, deswegen musste ich hier mal kurz mich ein bisschen schlagen lassen. So. Einmal. Ja, perfekt. Genau das. Genau so wollen wir das. Ja, hier die Kurve. Nicht eng genug nehmen. Die Granate aufsammeln. Hinten finde ich eh wieder Lebensenergie, das ist kein Problem. Wir gehen hier an dir so vorbei. Taste drücken, genau. Jetzt ist das Ding auf. So, ich nehme die Lebensenergie. Ich tue so, als hätte ich sie nicht genommen, dabei habe ich sie genommen. Hier drüber springen, wieder drunter durchducken. Hochgehen, springen. Links vorbei, getroffen werden, das ist genau richtig. Antäuschen, in den falschen Weg lang zu gehen, damit die Cops einen nicht wissen, was man macht. Genau. Hängen bleiben, ganz wichtig. Das vergessen viele. So, das ist der komplette Run ruiniert. Wenn du hier nicht dran hängen bleibst, dann bist du nachher zu früh da. Das Level kann nicht ordentlich geladen werden. Übrigens auch zuerst übersehen, dass man hier noch ein Health Kit hat. Ne, auch da, damit dann die Gegner in die falsche Richtung gelockt werden. Weil wir sperren sie nämlich jetzt hier ein. Das sieht so aus, als wären die noch hinter mir, aber die sind eigentlich gar nicht mehr da. Die sind despawned. Das ist ganz wichtig. Vielleicht kann ich jetzt mal so eine Granate auf die drauf werfen. Hervorragend. Lilo Meisterwerk. Super. Hat hervorragend viel gebracht. Das war genau das, was ich damit erreichen wollte. So. Hier rum. Oh, Baby. 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 Fuck yeah. Auch da wieder getroffen werden. Und jetzt meine telepathischen Kräfte einsetzen, um zu erraten, was als nächstes gemacht werden muss. Ob ich dir einfach ausgewichen bin. Okay. Ich glaube, hier geht's rein. Das Schild. Und irgendwas anderes, von dem ich immer noch. Von dem ich immer noch nicht weiß, was es macht. Vielleicht ist es einfach so extra Kram, den man. Hallo, hier dürft ihr gar nicht rein, okay? Hier dürft ihr gar nicht rein. Da, Granate für dich. Und es hat exakt nichts gebracht. Wenn ich wenigstens über die drüber springen könnte, so, das wäre super. Oh, ganz gefährlich. Oh, nice. Warte, das sieht so aus, als ob man hier. Das ist hier, das kenne ich aus Zelda. Oh! Let's go! Wer hat's gewusst? Okay, fuck, wie kriege ich das bitte auf? Muss ich da nochmal eine Granate hinwerfen? Genau das. Rätsel gelöst, Leute. Oh, Healing, Contact Bomb, alles. Alles freigeschaltet. Oh, Baby, extra life. Fuck yeah, das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was ich wollte. Einfach die ganzen Extra-Leben holen. Wo sind die Extra-Leben? Auf dem Schießstand. Da, wo sie immer sind. Da, Control Pass. Auf dem Schießstand. Da, wo man ihn normalerweise auch liegen lässt. Wissen die meisten halt nicht. Das ist das Problem von vielen Leuten, die versuchen, in eine Polizeistation einzubrechen. Die wissen einfach nicht, wo sie den Contact Pass finden. Ganz großes Problem von den meisten Leuten, die versuchen, hier irgendwie was zu reißen. Okay, kam ich. Ne, da kam ich her, oder? Oder kam ich hierher? Kam ich hierher? Da kam ich her. Ich wollte nur mal kurz testen. Ich wollte wissen, ob die Roboter das auch wissen. Okay. Licht von oben. Contact Pass eingesetzt. Hervorragend. Boah, Alter, das krasse Licht hier. Okay, da kann ich scheinbar noch nicht lang. Aber hier kann ich lang. Warum muss der Level eigentlich so groß sein?
Ich finde das auch vollkommen okay, wenn der Level einfach nicht so groß wäre. Ich finde, Level dürfen auch ruhig kleiner sein. Da haben sie sich auch im Film dazu entschieden, das war ganz gut, das hier nicht zu zeigen. Ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, hätten sie einfach ein Rennspiel draus gemacht. Einfach ein Taxispiel. Einfach Taxifahrer in dieser krassen Version von, was ist das, New York City oder so zu sein. Als Bruce Willis, der irgendwie Aufträge erledigen muss. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich glaube, damit hätten sie mehr gerissen. Okay, was zum Teufel? Oh oh. Oh oh. Upsi. Was jetzt? Das ist das Ding, was ich vorhin, glaube ich. Fuck yeah, we did it. Ich habe sogar noch extra Leben geholt, Leute. Ah. Woo! So muss das sein. So muss das sein. Ich bin's, Meister Björn. Oh, 50% der Secrets auch gefunden, Leute. Weißt du, nächste Level mache ich jetzt 100. Das haben sie tatsächlich, heißt New York Race. Also zum fünften Element oder was? Warum spielen wir das nicht? Wahrscheinlich, weil es besser ist. Oh Leute, wir haben wieder mehr vom Film freigeschaltet. Jetzt der nächste Level ist einfach nur sein Apartment. Du musst von einem zum anderen Ende des Apartments irgendwie durchkommen. Du meinst also, sie haben die Teile mit Bruce Willis vergessen? Nein, wir haben ja am Anfang ihn gespielt. Aber nochmal Lilo Multipass. Jetzt, oh, ich freue mich jetzt wieder auf das Schreien von Chris Tucker. Nein! Ich muss zum Taxi! Ich muss immer. Nein, wir sind immer noch in der Polizeistation! Ja! Oh. Komische Judge Dredd für Arme hier. Okay. Da bist du doch garantiert. Boah, ich wusste, es ist direkt Secret freigeschaltet, Leute. Ich hab's direkt rausgefunden. Was ist das? Shield 100%. Ich hab direkt gesagt, wir machen die 100%. Ich hab's doch sofort gesagt. Was habe ich gesagt? Das habe ich gesagt, okay? Kurz mal ein bisschen zurück hier. Und Kladonsch! Diese Explosionseffekte. So, was haben wir hier noch gefunden? Anderer Roboter. Hervorragend. Kann ich da einfach aus dem Fenster raus? What? What? Okay, wo? Wo lang? Das war, glaube ich, in der... Das war, glaube ich, in dieser einen... Könnt ihr mal aufhören? Jesus! Was? Ja, was soll ich denn tun? Bitte wem? Okay. Okay, warte, ging's hier wieder raus? Okay, hier ging's wieder raus, alles klar. Oh, nochmal ein bisschen Schild gefressen. Okay, ja, Lilo, genau. Hier hoch. So. Okay, alles klar, kein Ding. Hervorragend. Genau, nicht hier lang. Ja, super. Genau. Warte, vielleicht ist hier noch ein Item wieder. Ich habe auch nur die 10 Sekunden noch. Oh mein Gott, die Zeit geht weiter runter, selbst nachdem ich getroffen wurde. Yeah. Ah! Okay, ich bin zumindest draußen. Warum sind die Gebäude... Wie groß bin ich? Guck mal, wie klein die Gebäude sind. Und die Autos, die rumfahren. Das soll zwar irgendwie, glaube ich, impliziert sein, dass die weiter weg sind. Aber das ist, da hat irgendjemand so ein Giantes-Fetisch. Oh mein Gott.
Ja, oh Gott, das war's gleich. Okay. Du machst natürlich sofort einen Backflip. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll gegen diese scheiß Roboter, die einfach permanent auf dich draufschießen. Was soll denn das? Habe ich irgendeine Fähigkeit, von der ich nichts weiß? Irgendeinen Mind Control, Teleport, Unsichtbarkeit? Now loading, ein besseres Spiel, hoffentlich. No offense, aber der... Nein, also... Fünftes Element ist halt... Macht Spaß. So, das ist ein unfassbar dummer Film. Aber einfach die ganzen Production Values, die sie da reingeballert haben, das finde ich hervorragend. Du hast auch sehr viele Schüsse, bei denen Bruce Willis immer... Weil der hat immer einen... Egal welche Rolle er hat, Bruce Willis guckt immer gleich beim Schießen. So, das ist so, ob's Die Hard ist oder, ne, hier jetzt auch Fünftes Element oder so, der hat immer so einen gewissen Blick beim Schießen. Und auch Fünftes Element hat so hervorragende Bruce Willis-Einstellungen. Plus Gary Oldman als Space-Hitler. Wie kann man, das ist doch hervorragend. So ein 90er kann man gar nicht sein als der Film. Ich glaube, ich habe nie einen der Taxi-Filme gesehen. Ich glaube nicht einen einzigen oder so. So. Vor allem, da gab es ja, glaube ich, genug von oder so. Okay. Warte mal, wie war nochmal Waffenwechsel? Das war Waffenwechsel, ne? Okay, das heißt, ich kann jetzt hier erstmal die Granaten werfen. Oh mein Gott, ich kann die gucken. Aber nur so ein bisschen. So, way! Guck mal, wie weit ich dich werfen kann. Und dann kommst du wieder zurück. Hervorragend. Ne, vor allem das Spiel weiß ja auch, dass gleich der Bullshit kommt. Deswegen gibt es dir auch 100% Shield. Das weiß ja... Man hätte auch einfach das richtig designen können. Nein, man gibt einem stattdessen den Schild. Okay, und das heißt, ich muss dann... Okay, das Ding, jetzt habe ich 3 Stück. Was mache ich denn mit dieser Piss-Scheiße hier? Warte mal, gucken wir mal kurz da. Seagate Controls. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich damit mache. Laufanimation ist aber super. Okay, alles klar. Ja, get fucked, I guess. Time to die. Okay, warte, das war hier lang. Und vor allem, du wirst beschossen, bevor du das irgendwie sehen kannst. Das ist auch großartig. Und dann, während ich das mache, werde ich weiterhin beschossen. Ich glaube, jetzt kommt noch einer. Okay. Jetzt hoffen wir einfach mal, ja, da hinten kommt schon der nächste. Jetzt kann ich hier zumindest noch wieder ein bisschen Schild aufsammeln. Okay, super. Oh, jetzt kommt wieder der schwierigste Sprung der Menschheitsgeschichte. Hervorragend. Alter, da würde ja selbst Lara Croft anfangen zu weinen bei den Sprüngen hier. Vor allem, sie kann sich ja wenigstens irgendwo dran festhalten. Aber Lilo Multipass ist ja nicht in der Lage dazu. Werf deine scheiß Granate! Okay, aber den letzten Gegner muss ich halt Damage boosten. So, da bleibt mir halt nichts übrig. Oh, we did it. We did it. Okay. Okay, warte. Wie weit springe ich denn nach vorne? Wir machen mal... Okay. Oh! Oh, was willst du denn? Oh, was kommt denn da jetzt für einer? Was ist das für ein Wookie? Was ist denn das los?
Oh, weißt du, ich box dich einfach darunter. Komm. Komm. Komm, verreck einfach. Versuchst zu blocken, ne? Versuchst zu blocken? Kannst du nicht. Da stirbt er. Was passiert, wenn ich das abschlage? Fällt dann irgendwie das ganze Gebäude runter? I don't know. Oh boy, okay. Ganz langsam. Ganz langsam, Björn. Wie im Film. Wie im Film. Wie im Film. Alter! Oh, die sind einfach alle fucking lebensmüde. Ne, ich habe keine Lust mehr auf euch. Weißt du was? Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Bringt mir doch eh nichts, gegen euch zu kämpfen. 500 Jahre lang. Siehst du, ich gehe lieber hier in meinen schönen Tunnel rein. Ich hoffe, da ist jetzt das Taxi. Was willst du eigentlich wieder? Komischer Oger irgendwie. Oh, hervorragend. Das ist garantiert eine super Idee. Oh mein Gott, ich kann das nicht kaputt machen. Ich kann da nicht drüber springen. Und ich kann auch mich sonst nicht mehr großartig bewegen. Okay. Ah, cool, dass ich das auch nicht abblocken kann. Super. Tret dir einfach in die Nüsse, wie wär's damit? Komm schon. Ha! Komm schon, stirb einfach! Fall einfach um und stirb, los! Tu mir den Gefallen! Tu uns den Gefallen! Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das war's, ja. Okay, und was jetzt? What now? Kann ich das irgendwie... Kann ich das schieben? Warum kann ich über die Fässer nicht drüber springen? Kann ich dazwischen durchgehen? Nein, natürlich nicht. Kann ich die irgendwie einfach kaputt treten? Yeah, baby! This is how you do it! Ich hole mir meine ganzen Leben einfach wieder zurück. Oh, da ist das Taxi. Hervorragend. Secret 100%. Oh, no death. Ich hole mir meine ganzen Leben einfach wieder zurück, Leute. Taxi freigeschaltet. Oh, ich hoffe, jetzt kommt eine Taxi-Mission. Und das sage ich dann nur, bis ich sie spiele. Und dann daran hängen bleibe. Oh. The best results seem to be from holding down square and X, then pressing up. Okay. Main Controls, Taxi. Diese Darstellung von diesen ganzen von diesen ganzen Maschinen, die einfach auf der Straße rumfliegen. Wow. Wow. Weißt du, die ganze Zukunft ist irgendwie anders, aber sie hatten immer noch Plastik. Das ist direkt das eine, was sie falsch hingekriegt haben. Dass da, oh, Plastikstrohhalme. Nee. Mm-mm. Sorry, Leute. Die gab's jetzt schon vorher nicht mehr. Ah, komm, ich will jemanden mit einer Pistole spielen. Vor allem, das sieht Corbin, das sieht mehr aus wie Eminem, als es aussieht wie Bruce Willis. Was ist denn da los? Ja, wir brauchen hier ein Charaktermodell von Bruce Willis. Alles klar. Du weißt, wie Bruce Willis aussieht? Natürlich weiß ich, wie Bruce Willis aussieht. Und ich werde garantiert nicht mit dem Ding fliegen können. Hundertprozentig nicht. Oh. Oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Alter, wenn ich mir vorstelle, das mit Lilo direkt zu machen. Oder haben die Leute dann keine Waffen? Warum sieht der aus wie ein Deus Ex-Charakter? Was ist da los? Bam, badam, 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 bam. Sorry, Leute, dass ich euch eure Party stören muss. Wee, wee. Das ist wie ein Die Hard. Wo er auch die ganze Zeit nach links und rechts gesprungen ist. Aber zum Glück hat er dieses Mal Schuhe an. Oh, pass auf, Baby, jetzt. Da roll ich aber rüber. Da roll ich rüber. Das war nur, weil ich bin nicht gerade genug gesprungen. Ich bin einfach nicht gerade genug gesprungen. Daran lag's. Es tut mir leid. Was ist eigentlich hier? Hier ist gar nichts. Weil ich nicht gerade war. Ich war nicht wirklich gerade. Wir müssen das jetzt nochmal machen.
Siehst du, dann geht's auch. Und das war viel cooler. Was kommt denn hier für ein komischer Darth Vader-Verschnitt irgendwie an? Die Musik auf einmal voll funky. Wird der jetzt wegteleportiert? Feige Sau. Das ist einfach meine Wohnung? Okay. Ne, ich kann... Toll, ich darf nicht aus meiner eigenen Wohnung Selbstmord begehen. Was ist denn da los? Elektrogun-Ammo. Okay, aber ich dachte, ich habe noch unendlich Ammo. Oder habe ich eine andere Waffe? Ne, toll. Gut, dass ich die Munition gefunden habe vor der Waffe. Das ist immer am besten. Nachladen. Erstmal nachladen. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Ich kann noch keine Galaxie irgendwie retten, ohne nachzuladen. Und ganz, ganz wichtig dran denken, Leute. Immer hüpfen. Immer hüpfen. Okay, da ist die Waffe. Nehme ich mal an. Oh nein, ich brauche erstmal einen Multispaß. Aber da ist ein Leben. Das bin ich auch mal, wenn ich ein Leben aufsammle. Erstmal das Glas kaputt treten. Hervorragend. Warte, das können wir auch viel cooler machen. Warte. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Warte mal, kannst du da nicht drunter herkriechen? Kann ich das nur mit fucking Lilo Multispaß machen? Bruce Willis kann es einfach nicht. Oh, sorry Leute, meine Muskeln sind einfach zu dick. Ich habe einfach zu große Muskeln, dass ich mich da nicht ducken kann. Okay, ist das ein Garbage Chute hier irgendwie oder so? Kann ich den? Nein, Bruce, komm. Stell dich mal nicht so an, weißt du? Oh yeah, baby! Granate gefunden! So, kann ich jetzt hier irgendwie mal durch, oder? Nee? Nee, darf ich nicht? Ist hier irgendwie noch was zum Aufnehmen? Was soll das überhaupt sein? Okay. Und ich kann auch nicht raus? Nee? Oh, doch, okay, jetzt schon. Jetzt, okay, alles klar. Easy. Easy, Brucey, easy. Okay. Ich glaube, ich muss hier runterspringen. Oh, ich lag richtig. Und wir müssen hier noch ein bisschen dancen. Ah, nein! Bestes Kampfsystem, Leute. Bestes Kampfsystem. Videospiele haben sich seitdem einfach nur... Oh mein Gott, das war knapp. Videospiele haben sich seitdem einfach nur zurückentwickelt. Hervorragend. Okay, jetzt hier rein. Ihh, er liest Bücher. Fucking Nerd, die. Oh, geil, der hat sogar den Gun Key. Wer kennt es nicht? Wer kennt nicht den Gun Key? Komme ich von hier aus wieder zurück oder muss ich... Jetzt komme ich einfach hier in meiner Wohnung raus. Oh, ja, Baby. So muss es sein. Kann ich das? Ah, okay, so kann ich es nehmen. Siehst du, das Schild wieder 100%. Hervorragend. Diesmal springen wir auch wie ein normaler Mensch darunter. Kein Problem. Und jetzt kann ich die Waffe holen. Und was kann ich mit der... Die Frage ist jetzt nur, was kann ich mit der Waffe jetzt anders machen? Wo kann ich jetzt mit der Waffe hin, wo ich vorher nicht war? Electrogun. Yeah. Jetzt kann er irgendwie unten durchkriechen oder was? Nee. Okay. Bzzz. Damit kann ich einfach Leute bzzzen. Vielleicht kann ich jetzt den hier so bzzzz und alles anmachen. Yeah, baby. Vielleicht kann ich jetzt... Oh Gott. Okay, Leute. Woo!
Ich weiß ja nicht, mir sieht das mir... Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. A-Cap, Baby. Now it's A-Cap time. Oh, jetzt sind wir ein gutes Videospiel geworden. Lass den mich bitte in Ruhe. Alter, du siehst doch, wie ich deine Kollegen verbrezel. Als ob sich wahre Cops so in Gefahr begeben würden, weißt du? Wenn die sehen, dass irgendein Kollege mit so einer Waffe abgeschnetzelt wird, als ob die dann noch irgendwie da stehen bleiben würden. So, ja klar. Oh, dying. Was zum... Ach ne, ich brauch ein kaputtes Rohr? Soll das ein Feuerhydrant sein? Gehst du einfach mal bitte sterben? Was zum... Was? Ja! Ja! Okay. Warum leben da noch Leute? Ich dachte, ich hätte alle Polizisten in New York getötet mittlerweile. Was ist da los? Hat dieser Kebab-Shop für mich noch irgendwas? Was ist hier? Ein Stück Butter? Resident Evil 4 Holz? Guck mal, wie gelb das ist. Ja, das kann ich irgendwie, aber ich kann das nicht aufnehmen. Okay, hier geht's lang. Oh! Warum hat das Taxi angehalten? Alter, ich muss jetzt nicht wirklich auf das Taxi darüber springen, oder? Oh, fuck. Okay. Aber die Tür da hinten ist noch gar nicht auf. Geht die auf? Springe ich jetzt umsonst darüber? Ah. Ich hasse mein Leben. Okay, fuck, ey. Ich hoffe, das geht überhaupt noch. Oh, Gott sei Dank. Weißt du, zum Glück bin ich einfach der fucking Plattformkönig. Nee, das Ding kann ich aber auch nicht kaputt machen. Das ist einfach nur so da. Okay, das Ding hier. Ging's denn sonst noch irgendwo lang? Nee, da falle ich auch nur meinen Tod runter. Oh, warte, da oben. Da oben könnte ich vielleicht hoch. Das ist wahrhaft PlayStation 1 Design. Ja, super. Hier ist auch nur noch ein Gegner gewesen. Oder? Ah, nee, der hat was. Nee, toll. Ich habe gerade zuerst Estrogen-Ammo gelesen. Hallo? Nacken aus Stahl einfach. Oh, fuck me. Oh, einfach vor dem fucking Taxi umgedunst. Das ist kein Problem. Oh. Weißt du, so Polizisten, die schlagen härter zu als einfach ein scheiß Taxi, was dich überfährt. Okay, da ist wieder meine Estrogen-Ammo. Und zum Teufel bin ich eigentlich? Das ist so dieses wilde Level-Design, wo du einfach... Du brauchst gar kein richtiges Sense of Place oder so zu haben. Es muss nichts irgendwie realistisch gestaltet sein. Das ist alles Mumpitz. Oh mein Gott. Oh, ich kenne Level-Designer, die Realismus benutzen. Und das sind alles Cowards. Warte, ich konnte mich doch irgendwie fallen lassen oder so, ne? Wenn ich's gedrückt halte. Oder muss ich mich dafür umdrehen? Warte mal, das war doch hier irgendwie... Da, long, hang from ceiling. So schaffen wir es. Das ist die wahre Taktik. Falls ihr auch jemals in New York an einem Kilometer hohen Haus irgendwie entlanghangeln müsst, das ist die wahre Taktik. Das ist der Trick, den Nathan Drake noch nicht entdeckt hat. Ich hab schon mal beide Tasten gleichzeitig gedrückt, ja. Jo!
Hervorragend. Der hat nur auf mich gewartet. Der Schelm. Oh, ein Leben gefunden. Alter, siehst du, ich habe schon 7 Leben. Stell dir mal vor, wenn ich den ersten Level nochmal neu versucht hätte mittlerweile. Alter, ich hätte einfach schon 200 Leben oder so. Gibt's hier auch irgendwas anderes oder war das? Das war, glaube ich, nur das Leben, ne? Das war, glaube ich, nur das Leben. Ja, hervorragend. Zum Glück. Oh Gott, zum Glück schätze ich das nicht wert. Okay. Da. Yeah! Oh mein Gott, ich bin wieder hier? Oh, ist ja richtig krasses Level-Design hier gerade. Vor allem die Sache ist, ich denke, du hättest hier tatsächlich irgendwie was Vernünftiges draus machen können, tatsächlich. Aber so... Nein! Oh. Ich dachte, ich wäre weit genug gesprungen. Oh, sorry, das Taxi hat mich leider ruiniert. Das war das Taxi, so jetzt dieses Mal aber nicht. Scheiß Taxi. Ausgetrickst. Boah, hab ich mich fast selber ausgetrickst gerade. So, was kannst du eigentlich? Gar nichts, außer sterben. Okay. Hervorragend. Den Taxen ausgewichen. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Schild. Noch ein bisschen Munition. Oh, schon über 100. Warte mal, was ist... Was mache ich sonst hier? Gar nichts? Oh, da ist was. Oh, jetzt habe ich das aufgemacht. Of course. Oh Gott, dieses... Geh hier irgendwo, komm. Weißt du, geh irgendwie an das eine Ende vom Level... Drück irgendwie 500 Dinger und dann geh an das andere Ende vom Level. Und dann einfach die ganze Zeit hin und her. Kann ich da irgendwas machen? Oh ja, Baby! Secret! Badubidibidabidabdi, Secret, dabdabdibidibdi, Secret! Na, kann ich hier Bonusmaterial vom Film freischalten? Die Bruce Willis Nacktszene, endlich. Oh Gott, jetzt muss ich aber wieder rausspringen, ne? Kann ich da einfach durchgehen? Ja, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Easy. Easy, überhaupt kein Problem. Ja, Easy Mode. Easy Mode, kein Ding. Okay, wo war nochmal? War das hier am Anfang irgendwo? Wo ich da... Da oben, ne? Genau, hier die Treppe hoch. Und jetzt muss ich wieder auf das Taxi... Jetzt muss ich wieder über das Taxi drüber springen. Das hat ja ebenso gut funktioniert. Vielleicht mache ich das dieses Mal nochmal. Okay, komm. Kein Problem. Oh, da ist es. Da ist es. Ich habe endlich mein Stück krummes Rohr gefunden. Oh, da wo ich die ganze Zeit drauf gehofft habe. Oh. Oh. Okay, ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Ich glaube, das ist das Ende vom Level. Wir haben einen weiteren Level durchgespielt, Leute. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, hundertprozentig. Vor allem, wenn ich auch eine vernünftige Waffe habe, dann geht das auch. Warum sollte ich hier fucking... So, warum sollte ich hier jemals Lilo spielen? Und einfach nur von allem abgeschossen werden. The fuck? Warum ist die Feuerleiter vor der Tür gewesen? Und warum wartest du dahinter, du Dödel? Und warum habe ich überhaupt die Heart of Darkness Waffe? Oh, Streichhölzer gefunden. Wait, das... Dahinter ist Nacht? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn! Ich war literally gerade noch draußen. Was ist das denn hier? Ist da irgendjemand im Schlafsack oder? Was? Das sind, glaube ich, ach so, das soll einfach nur Kissen sein. Okay, und jetzt? Einfach hier rausspringen. Einfach nochmal ein bisschen selbstmorden. Muss ich irgendwas mit dem Streichholz anzünden? Warte mal, kann ich das als Waffe ausrüsten? Nein, kann ich nicht. Okay. Also ich habe halt ein Streichholz gefunden, aber wo könnte ich denn Streichholz einsetzen?
Ach nee, ich brauche ein Streichholz. Hä, wofür brauche ich ein Streichholz hier? Wenn ich brauche... Aber was habe ich denn... Was habe ich denn jetzt davon gehabt, hier drin zu sein? Das ist doch... Das geht doch hier irgendwie auf, oder? Ich muss doch irgendwas davon haben, dass ich das hier auf... Dass ich das hier aufgemacht habe. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber die Sache ist, ich brauche halt das Streichholz und ich weiß halt nicht. So, ich habe ja das, ich habe das Rohr-Item gekriegt. So, alles führt immer so Stück für Stück. Und die Sache ist, ich brauche jetzt noch ein Item, aber was habe ich denn jetzt dadurch gekriegt? Gar nichts. Irgendwas aufheben am Tisch? Aber ich wüsste auch jetzt keinen Weg, wo ich irgend noch eine Blockade oder so hätte. Kann ich hier irgendwas aus dem Regalen aktivieren oder so? Weißt du, irgendwie so ein Buch rausziehen, dass das ein geheimer Gang aufgeht? Hier ist einfach nur so ein Bett. Nee, hier ist auch nichts irgendwie. Hier dahinter, am Tresen irgendwo. Nee. Hier am Boden, ne. Das Ding, ne, keine Ahnung. Also ich war hier auf jeden Fall jetzt überall. Ich war hier auf jeden Fall jetzt überall. Ich kann auch mal zu dem Taxistand zurückgehen, ob ich da irgendwas übersehe. Ob da noch was anderes war vielleicht. Ist das hier das Streichholz? Aber ich kann es halt nicht nehmen. Das ist die Sache. Was auch immer das ist, ich kann es nicht nehmen. Ah. Nee, hier gab's nichts. Bam bam badam bam badam bam. Bam bam badam bam badam. Bam 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 badam bam badam bam 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 badam bam. Mit dem Taxi einfach wegfahren. Komm, Taxi, fahr einfach weg. Nehme ich mit. Take me away. Damit irgendwas machen? Nee, ne? Nee, das war wirklich nur das eine Item hier aufsammeln. Nochmal. Ich meine, zurück kann ich auch nicht gehen. Ich horche einfach nur der krassen Bassline. Das ist das, was ich machen muss. Ich muss einfach lang genug der krassen Bassline horchen. Und dann geht's. Ich gehe einfach nochmal komplett zum Anfang hier zurück. Nee, aber hier ist auch nur mein Taxi. Wahrscheinlich habe ich jetzt in meinem Taxi, muss ich damit interagieren, dass da... Oh, hier ist einfach ein Leben. Lol. Ich interagiere jetzt einfach mit meinem Taxi und da ist da ein Streichholz drin. Okay, maybe not. Das ist hier auch kein... Das zählt auch nicht als Streichholz, ne? Irgendwie, das sind auch so Bücher. Nee, da kann ich auch nicht mit interagieren. Ich kann auch nicht drauf springen. Nee, das ist... Vor allem, das Einzige, wo ich noch lang gehen könnte, ist halt hinten dieser eine Raum mit dem... wo ich halt hier nicht unten drunter durchkomme. So, ich kann halt nicht den machen. Und ich kann auch so nicht drunter hergehen. Geht einfach nicht. Ich kann auch nicht irgendwie den machen. So, keine Ahnung. Du kannst mir gerne... Also, Aaron, ganz im Ernst. So, wenn ich hier am Trash-Tuesday-Spiel verzweifle, so, das ist mir sowas von egal, ob Leute mir sagen, wo es lang geht. Ich bin einfach innerlich am Sterben die ganze Zeit nur. Nee, ich habe keine Granate.
Aber ich wüsste auch nicht, was das bringen sollte. Was? First to go to the computer screen on the left? Wo? In welch... Wo? Wo ist ein Computer Screen? Der hier? Ah! Oh mein Gott! Oh, natürlich! Deiner Wohnung! Das Streichholz! Natürlich! Wer kennt nicht den Streichholz-PC? Alter, du blöder Pimmel! Oh. Gott. Na, oh. Jesus. So, jetzt kann ich ja mit dem Streichholz für gute Stimmung sorgen, oder was, da drüben. Fucking Candlelight Dinner. Für Lilo und Stitch. Oh. Was für ein pissiges Arschspiel einfach. Alter, ich kann nicht mehr über diesen scheiß Hydranten drüber springen. Oh, fuck, ey. Aber wenigstens habe ich 100% der Secrets gefunden. Immerhin. Immerhin. Oh Gott. Oh. Das ist okay. Janneke, manchmal muss man mich im gesamten Haus hören. Manchmal muss man das. Wer jetzt? Darf ich auch mal wenigstens den Opa spielen oder so? Darf ich auch Space Hitler spielen? Faser Cornelius. Oh Gott, kein Lilo-Level. Ich halte kein Lilo-Level aus, Leute. Ich halte alles nur kein Lilo-Level. Alles bitte alles nur kein Lilo-Level. Oh, kann ich nicht einfach ein Stitch-Level oder so machen? Ich muss einfach nein. Nein, ich muss mit. Ich habe gar keine Auswahl. Oh. Leute. Choice is an illusion. Ich muss einfach mit ihr auch den. Hervorragend. Super. Oh. Ich muss einfach mit ihr auch den Level machen. Mega. Was? Gab's das auch im Film? Oh ja, ich weiß noch, als Mila Jovovich einfach explodiert ist. Das war das aus dem Guide, was Aaron vorhin, glaube ich, gelesen hatte. So X und X-Viereck und nach oben gedrückt halten. Weißt du, es gibt einfach noch so Special-Attacken, die mir halt die halbe Lebensenergie wegzocken. So, mal gucken. Kann ich jetzt auch das Streichholz finden? Oh, ich kann gar nicht in das Zimmer reingehen. Weil ist ja nicht meins. Ist ja nicht meins. Dafür kann ich jetzt durch das Glas hier hinten endlich durchgehen. Warte. Ich muss noch ein bisschen backflippen, Leute. Lass mich noch ein bisschen backflippen. Ich liebe auch, dass ich mit ihr ein Schild haben kann, wenn niemand auf mich schießt. Das ist super. Weißt du, genau deswegen wollte ich auch den Level nicht mit ihr machen. Warum habe ich dieses Mal keine Lebensenergie dabei verloren? Crazy. Dann machen wir das einfach ab sofort immer so. Einfach so das Secret, dass das Spiel einen nicht drüber berichtet. Ja, sie kann unten durchlaufen. Ich hoffe, der Level ist jetzt einfach direkt zu Ende. Oh, Baby. Crash Bandicoot, let's go. Riveting Gameplay, Leute. Alles originalgetreu, ja, genau wie im Film. Jetzt werde ich dafür wahrscheinlich gleich von so einem Taxi weggebollert. Oh mein Gott, das war knapp.
Also ich kann vom Klettern auf jeden Fall sagen, ja, das könnte ich definitiv nicht. Okay, machen wir nochmal. Rage! Oh, kann ich das nicht immer? Ich kann es wohl nicht immer machen, die Attacke. Ich kenne die Regeln nicht. Sorry. What are the rules? I don't know the rules. Ich liebe einfach, wie gut diese Granaten funktionieren. How about I just go away? Yeah, baby! Ja, da könnt ihr mir aber nicht folgen. Oh, yeah. Fuck you. Okay, so, wo geht's jetzt lang? Okay, über die Bahnstation. Jetzt kommt auch gleich nochmal so ein... Okay, ich spring jetzt einfach. Okay. Da kann ich nicht durch. Da ist ein extra Leben. Oh, muss ich hier drauf? Muss ich jetzt einfach hier langlaufen? Pass auf, jetzt kommt mir einfach gleich so eine Bahn ins Gesicht gefahren. Fucking knew it. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Kannst du einfach mal runterfallen? Nein, nicht du, Lila. Lilo. Der Gegner. Warum geht das irgendwie nur einmal? Ich verstehe das nicht. Irgendwie, oder ist das dieses Psionic? Ist es das? Ist dieses Psionic, ist das diese Attacke, die ich mache? Aber wie zum Teufel soll ich denn da lang? So, ich muss doch da drüber, oder? So, es gibt doch keinen anderen Weg. Wait. No, 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 no. Wie muss ich denn, warte. Ich liebe auch, wie das in New York gebaut ist. Der führt das einfach so nach draußen und du musst dich über den Weg drum hangeln. Ja, scheiße, würde ich mal sagen, Leute. Okay, das heißt, ich muss wohl abwarten, bis das Ding kommt und dem dann hinterherlaufen. Ja, klingt doch easy, würde ich sagen, ne? Das ist doch machbar. Okay, ich versuche dann direkt von hier... Okay, Gott. Da so lang zu laufen? I don't know. Aber wenn das Ding jetzt zurückfährt, dann versuche ich hier einmal nach rechts zu gehen. Oh ne, ich kann einfach... Okay, der fährt nicht so weit nach hinten. Das heißt, ich kann mich tatsächlich hier hinstellen. Und dann, wenn er kommt... Stopp! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Oh oh, oh oh, oh oh. Kurve. Hervorragend. Easy. Okay, sicherheitshalber. Weißt du, Sicherheits... Alles genau getimed, Leute. Alles genau getimed. Oh, kein Problem. Gehst du weg. Gehst du weg. Warte, ich kann auch jetzt wieder meinen... Diesmal habe ich wieder Lebensenergie verloren. Keine Ahnung warum. Als ob dieses Spiel irgendwelche nachvollziehbaren Regeln hätte. Meister, tu es mal nicht so. Da, Officer, hier, für dich. Ein Geschenk. Bleib mal mit deinem komischen Stäbchen hier weg, weißt du? Lässt du das? Nein! Ich wollte doch bloß vor der Polizeigewalt fliehen. Oh, kann man da hin? Oh, wait. Oh, das ist bestimmt ein Secret. Das ist bestimmt ein Secret. Oder mein Tod. Fuck yeah! Oh, noch ein Bildschirm. Kann ich da irgendwas machen an dem Bildschirm? Nein. Warum gibt mir der Bildschirm kein Feuerzeug? Was ist da los?
Ich würde hier gerne einfach wieder rauskommen. Ach, jetzt muss ich hier wieder rumtricksen. Okay. Warte, hier ein bisschen runter. Noch einen nach vorne. Stehe ich jetzt auf dem... Ich weiß gar nicht, ob ich gerade unten oder oben stehe. Okay, jetzt bin ich unten. Okay. Und jetzt einfach laufen und hoffen. Of course. Of course. Natürlich. Natürlich. Gibt's eigentlich hier irgendwas? Nee, da kann ich nur durch den Bild, da kann ich nur bis nach hinten sehen. Okay, wo ist der Polizist hier? Zum Glück läuft er so schnell. Oh, warte, warte. Oh, jetzt, Leute. Super. Warum habe ich das? Warum habe ich ein Feuerzeug? Okay, jetzt aber. Ich werf so weit es geht. Yeah! We did it. We saved the galaxy. Mit Explosionen. Okay, kannst du irgendwie aufhören, so komisch da lang zu laufen? Einfach mal alle explodieren lassen. Aber ich glaube, das ist wirklich dieses Psionic-Ding oder so, wie das heißt, was ich da sammle. Ich nehme mal an, das dürfte das sein. Okay. Fehler. Fehler, Björn. Fehler. Das ist immer dieses, ich will mich neu positionieren, aber das kannst du nicht. Du kannst nicht zurückgehen oder zur Seite. Du kannst nur nach vorne laufen. Mehr gibt's nicht. Das heißt, wir machen das mal lieber so. Oh oh. Hervorragend. Ja, fall noch in meine Arme. Das ist okay. Was haben wir hier? Oh Gott, mehr Gegner. Kann ich nochmal? Ich habe mein Leben verloren. Dann darf ich auch wieder explodieren. Oh, okay. Cool. I guess. Vielleicht bringt mir das auch gleich tatsächlich was, wenn ich nochmal versuche, da drüber zu springen. Okay, Leute, diesmal schaffe ich das aber. Diesmal schaffe ich das. Hoch und heilig. Ich verspreche es. Jetzt im Sprung von so einem Taxi erwischt werden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Officer, kommen Sie doch mit mir ins Bett. Oh, zum Glück habe ich noch mein extra Leben gefunden. Bye! Oh, habe ich ihn wieder sitzen lassen. Ja, gut, dass ich da drüben noch war, weil sonst hätte ich nämlich den Sprung gemacht und ich wäre hier festgesessen mit dem Gegner. So, komm, der Level muss doch jetzt vorbei sein. Der Level muss doch jetzt vorbei sein. Das geht doch gar nicht anders. Okay. Warum ist da ein Hotdog-Stand? Wait, what? Was? Okay. I guess. Ich meine, I'll take it, ne? So. Okay, alles klar. Das ist so wild. Ja, wir haben einfach mal auf den Schienen, die dann einfach nach links ins Nichts führen, haben wir so einen Essens- und Kebabstand einfach aufgemacht. Nee, nee, das passt schon. Das ist so gewollt. Nee, sie verstehen einfach den architektonischen Zweck unserer Bauten nicht. Aber das ist okay. Kaum jemand tut das. Nein, ich wollte gerade explodieren. Hervorragend. So, da ist nämlich auch was. Habe ich noch einen? Yeah! Da ist doch 100% noch ein Secret oder so. Habe ich wenigstens mein Leben wieder zurückbekommen. Und jetzt? Ist
sagte, brauche ich was? Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich irgendwas anderes hier brauche. Warum ist hier nochmal eine Granate? Ich dachte, ist das hier nicht... Oh ja, oh sorry, natürlich, der Blumentopf. Wie konnte ich vergessen? Ich brauche ja natürlich den Blumentopf zum Ende vom Level. Genau das war's. Genau das war's, ja. Oh. Vielleicht für die Züge im Zug, wenn die Hunger haben. Zork. Das finde ich aber ziemlich besorgniserregend. Oh, fuck me. Oh Gott, Leute, es ist schon wieder spät. Es ist schon wieder spät. Komm, ich glaube, den nächsten Level, den gucken wir uns noch an. Ich glaube, den nächsten, nein, aber nicht wieder. Vor allem, wenn du wieder den gleichen Level mit beiden durchmachen musst. Was ist das? Das ist einfach nur, hast du den Schmerz zuerst oder später? Hast du jetzt den Schmerz oder danach? Aber von Chris Tuckers Schrei rausgeschickt zu werden in die Mission, das gibt's nichts Besseres, ja. Oh. Aber ich liebe auch, wir fahren auch überall mit dem Taxi lang. Yeah, baby. Oh, so geht das. Gut, dass ich auch das Ding nicht gesehen habe, das Loch. Okay. Okay. Kannst du mal bitte aufhören zu schießen mal gerade? Für 5 Minuten? Ja, kannst du bitte aufstehen? Ja, Bruce, bitte aufstehen. Danke sehr, Bruce. Okay. Oh, Trans Rights, Baby. Ja, jetzt machst du aber gar nichts, ne? Ich hab eine Waffe. Ich hab eine Waffe und ich hab einen Blumentopf dabei. Okay, und ich bin gestunlocked. Das ist okay. Kannst du mal aufhören? Alter, ich schieß dir ins Gesicht! Was willst du? Okay, und jetzt? Jetzt bin ich hier. Und jetzt habe ich das... Okay. Oh, schade. Oh, nein. Oh, Game over. Oh, nein. Oh, wie können wir denn jetzt jemals im Spiel weiterkommen? Oh, es tut mir so leid. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, wir werden niemals das Ende vom 5. Element sehen. Oh, Leute, so ein Mist aber auch. Oh, so schade. Nein, so schade. Oh nein! Wie kann das, wie konnte es jemals so weit kommen, Leute? Ich weiß, ihr seid alle, ihr wolltet nichts weiter sehen als 500 Stunden genau dieses, dieses Spiel. I know, Leute, dafür seid ihr hierher gekommen. Ah, okay.